Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Heute mit der Fledermaus. Ja, wie schaut es dann aus, wenn man da von 1 hinaufzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wenn du dein Geburtsdatum schreiben willst, dann brauchen wir ja zum Beispiel das Jahr 2010. 1000, 2010. Stell dir vor, du möchtest das Jahr 1977 schreiben. Das Jahr 2000 weniger 100, das ist 1900. Und 50, 1950, 1960, 1970, 1975, 1976, 1977. Das ist genial. Sowas habe ich doch bei einer Sonnenuhr schon einmal gesehen. Da ist gestanden MDCCLIII. Wann ist denn wohl diese Sonnenuhr gebaut worden? 1000 plus 500, weil der 500er ist kleiner und steht hinterm 1000er. Also haben wir 1500. Das C steht für 100, steht dahinter, ist kleiner, also 1600. Noch ein C, 1700. Das L steht für 50, ist kleiner, steht dahinter, wird zusammengezählt, 1750. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 1753. Genial. Da könnt ihr mal probieren. Ja, da schreibe ich doch mal ein paar große Zahlen und lasst euch raten. Da steht der 10er vor dem 100er. Der ist also kleiner. Also wird er abgezogen. Also XC steht für 90. Das V steht für 5, das ist kleiner. Steht dahinter, wird also dazugezählt. 90 und 5 ist 95. Und dann ist da noch II. Das sind zwei kleine Einser. Die stehen dahinter, die werden dazugezählt. Also stellt das die Zahl 97 dar. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, einmal völlig was Neues kennenzulernen.